Wrestling Federation und der Wrestling Challenge. Exklusiv bei RTL 2. Heute treffen Money Incorporated Tag Team Champions auf die heißen Newcomer Billy und Bart, die Smoking Guns. Mr. Hughes ist ebenfalls dabei. Tatanka stößt wieder seinen Kriegsruf aus. Und kann dann seinen Erstrundengegner beim King of the Ring Turnier bewundern, den Narcissist Lex Luger. Ja, mit dem Indianer, dem Lambi-Indianer Tatanka, wollen wir auch unsere heutige Sendung beginnen. Er hat es mit Reno Riggins zu tun. Ja, Tatanka, ein Mann, der bisher noch keine Niederlage in der World Wrestling Federation hat einstecken müssen. Ich bin ja mal gespannt, Günther, ob es am Sonntag soweit ist. Dann werden Sie zu Hause ja den King of the Ring mitverfolgen können. Hier bei RTL 2 ab 21.55 Uhr. Ja, sollte er weiter ungeschlagen bleiben, Tatanka, auch am Sonntag noch, dann wäre er logischerweise King of the Ring. Das ist ja ein Ausscheidungsturnier, nur der Sieger setzt sich durch. Ähnlich wie auch in anderen Sportarten, im Tennis zum Beispiel, kennen Sie das sicher. Wer verliert, ist draußen, der Sieger kommt eine Runde weiter. Ja, ganz genau, das K.O.-System ist natürlich besonders interessant, einfach weil die Form in einem bestimmten Zeitpunkt entscheidend ist. Man kann also nicht einen Fehler sich erlauben, man muss topfit sein und genau das ist das große Problem bei einem solchen Turnier. Es gibt keine Herausforderung wie beim Championship-Kampf, man hat es ja gesehen bei Shawn Michaels, er konnte sich den Titel dann wieder zurückholen innerhalb sehr kurzer Zeit. Das geht beim King of the Ring-Turnier nicht, das gibt es nur einmal im Jahr, da muss man fit sein. Ja, vor allem ist dieser Titel ja auch sehr, sehr prestigeträchtig. Der König des Rings ist natürlich etwas ganz Besonderes. Er bekommt auch eine Krone und auch diese Krönung werden wir übertragen. Aber jetzt sind wir bei diesem Kampf. Tatanka gegen Reno Riggins. Das ist auch ein sehr schöner, schneller Kampf. Aber Tatanka hat natürlich, wie wir erwarten konnten, die Vorteile. Ja, Reno Riggins dachte am Anfang, er könne mithalten, hat sogar ein bisschen hämisch Tatanka belächelt, als dem eine Aktion nicht gelungen ist. Aber das stört den Indianer überhaupt nicht. Whipping in die Ecke. Reno Riggins gleich nochmal das Ganze gegenüber. I am not at peace with myself until I get my revenge on Bam Bam Bigelow. And this Sunday at the King of the Ring Tournament, I'm fortunate for you, Lex Luger. You meet me in the first round and there is nothing that you can do from keeping me being crowned King of the Ring. Ja, Tatanka ist schon sehr zuversichtlich, fast ein bisschen arrogant, Günther, muss man sagen. Er spricht schon von Bam Bam Bigelow, an dem er sich diesmal rächen wird für die Aktion, die er von ihm erleiden musste. Und sagt, naja gut, Narcissist Lex Luger, tut mir leid, dass du derjenige bist, der mir dabei im Weg steht. Ja, du triffst leider in Runde 1 auf mich, also wirst du ausscheiden müssen, denn nichts wird mich davon abhalten, so die Worte von Tatanka, als King of the Ring gekrönt zu werden. Weiß nicht, ob er als Krone dann Federschmuck bevorzugen würde. Ja. Wir werden sehen, Sie werden es auch sehen. Wie gesagt, am Sonntag ist es endlich soweit. 21.55 Uhr hier exklusiv bei RTL 2. Ja, Tatanka hat Reno Riggins doch ziemlich klar unter Kontrolle, muss man sagen. Aber hier ein Gesichtskratzer von Riggins. Er ist ja ein sehr, sehr guter Sportler. Könnte eigentlich was werden, aber er hat offenbar nicht das richtige Training oder den richtigen Trainer zur Verfügung. Jetzt allerdings kann er doch Tatanka ein bisschen in seine Schranken weisen. Aber auch ein Superstar wie Tatanka braucht einfach mal ein bisschen Erholungsphase. Da schreitet sofort das Publikum ein. Ruft ihm zu, komm Junge, lass dich nicht hängen. Und Tatanka lässt sich von dem rhythmischen Klatsch mitreißen. Ja, da kommt wieder das Stampfen, das Rhythmische von Tatanka, das kennen wir. Da geht er los wie die Feuerwehr. Whip-in, einmal Tomahawk. Die Handkante, Reno Riggins muss zu Boden und er merkt er selber, was da los ist. Wieder kommt ein Tomahawk von Tatanka. Kräftiges Whip-in. Und da geht Reno Riggins zu Boden. Ja, Tatanka scheint jetzt nicht mehr zu stoppen zu sein. Da nimmt er Reno Riggins hoch zum Fallaway Slam. Zack, der Slam. Das Cover 1, 2, 3. Diese Sache ist erledigt. Ein hervorragender Kampf von Tatanka. Genau die richtige Vorbereitung auf das King of the Ring Turnier. Und wir kommen jetzt zum Special Report.
week's special report brings good news and bad news. The good news is that last Sunday, in New York's capital city of Albany, the ever-resourceful Shawn Michaels hired a new bodyguard whose assigned duties allowed Michaels to regain his title from Jannetty. Now for the bad news. It would appear that World Wrestling Federation President Jack Tunney is continuing his vendetta against Shawn. This time, he has officially proclaimed that the match between Crush and Michaels, to be held this Sunday at the King of the Ring pay-per-view spectacular, will be for the Intercontinental title. Obviously, not giving the champion time for recovery and preparation. However, there is more good news. Shawn's new bodyguard will always be standing steadfastly at his master's side. Now, you can bet the Bank of England that Shawn's new bodyguard will be on hand to prevent any deceitful moves by Crush at the King of the Ring when they clash for Shawn's title. Here are comments from both superstars. Shawn Michaels, because of you, brother, my opportunity to return to Kona, Hawaii as King of the Ring was taken away. But that's okay. Because to some bad things come good. Now, I got even a greater opportunity, a shot at the Intercontinental title. Shawn Michaels, polish up that belt, because no bodyguard or nothing is gonna stop me. Well, the conspiracy continues. No time for Shawn Michaels to get to bask in the glory of becoming the two-time Intercontinental champ. Jack Tunney throwing me into a title match against Crush at the King of the Ring. Well, Crush, one thing is not gonna change, and that is Shawn Michaels being the Intercontinental champ. Ja, wieder einmal haben sich Crush und Shawn Michaels in der Wolle. Der Kampf war zuerst als Intercontinental Champion Titelkampf veranschlagt. Danach verlor Shawn Michaels seinen Titel gegen Marty Jannetty. Der Kampf wurde dann als Nicht-Titelkampf aufrechterhalten. Und jetzt ist es wieder ein Titelkampf. Also hier geht's wirklich ganz schön rund. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin gespannt, was sich noch tut bis zum Sonntag. Vielleicht wird es wieder irgendetwas geben. Aber normalerweise dürften wir also zwei Titelkämpfe erwarten im Rahmen des King of the Ring Turniers, was allein ja schon ein Highlight ist. Dazu dann noch das Aufeinandertreffen von Yokozuna und Hulk Hogan und eben Crush gegen Shawn Michaels. Also wer da nicht dabei ist, das kann eigentlich kein echter Fan sein. Ja, das würde ich auch sagen. Noch einmal der Hinweis, Sonntag, 4.7., 21.55 Uhr. Bei RTL 2, King of the Ring Turnier, so viel in Stichworten. Jetzt aber zu diesem Kampf. Mr. Hughes hat es mit Scott Dupre zu tun. Ja, Mr. Hughes hat ja, das haben Sie am Montag in den Superstars gesehen, dem Undertaker und Paul Bearer ziemlich zugesetzt. Ich nehme mal an, dass er sich damit nicht besonders beliebt gemacht hat beim Undertaker und dessen riesiger Fangemeinde. Wir müssen also mal abwarten, wie der Undertaker darauf reagieren wird. Aber das ist momentan noch nicht der Punkt. Wichtig ist der Kampf der Mister gegeneinander, Mr. Hughes gegen Mr. Perfect. In the World Wrestling Federation, even I have to say, pretty impressive. But this Sunday in the King of the Tournament, you're gonna face Mr. Perfect. A challenge of the Misters? Yes, but after it's over, you won't have to call me Mr. Mister, you can call me Perfect. Ja, also das war ja wohl leicht zu verstehen. Mr. Hughes wird Mr. Perfect nur noch Perfect nennen. Und Mr. Perfect wird Mr. Hughes nur noch Mr. nennen. Ist das jetzt verwirrend genug? Mr. Oder wie heißt die Gruppe? Also die Misters werden es untereinander ausmachen. Und dass der Perfektere der beiden der Meinung ist, dass er der Sieger ist, ist klar. Wenn man Mr. Hughes fragen würde, glaube ich, wäre es genau andersrum. Gott sei Dank gibt es die Auflösung, ja, am Sonntag. Dann brauchen sie sich nicht mehr mit Worten duellieren, sondern können Taten folgen lassen. Mr. Hughes wird dann natürlich auch Harvey Whippleman dabei haben, seinen Manager, für den er sich entschieden hat. Und damit war natürlich auch klar, in welche Richtung Mr. Hughes geht. Ja, also ich glaube, dieser Whippleman, dieser winzige Kerl, hat einen sehr, sehr schlechten Einfluss auf seine Schützlinge. Aber er hat mit Mr. Hughes und Giant Gonzalez natürlich zwei ganz schöne Kracher unter Vertrag. Hier hebt er Scott Dupre sehr hoch in die Luft. Der Chokeslam. Und dann ist dieser Kampf auch schon gelaufen. Ich bin mal gespannt, wie es am Sonntag laufen wird, wenn Mr. Hughes auf Mr. Perfect trifft. Aber wir kommen gleich weiter zu zwei großen Superstars, genau wie Mr. Hughes.
Jetzt sind sie wieder erhältlich, die begehrten Souvenirs und Fanartikel der WWF Superstars. T-Shirts, Poster, Gürtel, Toys, Kappen und vor allem die sensationellen Supervideos der WWF. Wir haben die größte Auswahl von allen. Fordern Sie den farbigen Prospekt mit Bestellkarte bei uns an und vergessen Sie nicht, einen frankierten Rückumschlag beizulegen. Unsere Adresse lautet WWF Fanartikel CO CTM TV Vertriebs GmbH Postfach 8441 Oberschneiding. Hi. Ja, groß ist nicht immer unbedingt damit auch die Körpergröße gemeint, wenngleich das natürlich für diesen Herrn hier zutrifft. Blake Beverly, wie schon am Montag auch heute ohne seinen Partner Bo, versucht sich in letzter Zeit ja sehr, sehr häufig als Einzelkämpfer. Hat allerdings da natürlich Schwierigkeiten, merkt man ganz deutlich, nach meist sehr gutem Beginn lässt er nach. Dann kommt eben der Moment, wo er beim Tag-Team-Kampf wechseln könnte. Und muss dann aber weiter selber Dampf machen. Ja, aber ich muss sagen, während ja Bo in letzter Zeit immer wieder eingegriffen hat, scheint sich Blake jetzt auf sich selbst zu verlassen und Bo nicht mehr zu benötigen. Also er hat sich auf jeden Fall verbessert als Einzelwrestler. Und das kann man von Virgil, seinem heutigen Gegner, in noch größerem Maße sagen. Virgil, der Aufstieg vom Leibwächter des Million Dollar Man hin zu einem hervorragenden Techniker im Ring, einem Mann mit Boxhintergrund, der jede Woche eine weitere Verbesserung zeigt und sich, wie auch heute, immer nur die stärksten Gegner raussucht. Ja, er nimmt sich natürlich vielleicht ein bisschen jetzt in letzter Zeit auf den 1-2-3-Kid als Vorbild. Sensationelle Siege kann man eben nur gegen starke Gegner erringen. Ja, Günther, du musst dir das mal vor Augen halten, was in letzter Zeit alles passiert ist. Nicht nur, dass der 1-2-3-Kid gewonnen hat, was wir auch für Titelwechsel hatten, wo teilweise auch die Fernsehkameras gar nicht dabei waren, was im Vorfeld zum Beispiel zum King of the Ring-Turnier alles passiert ist. Nimm doch nur zum Beispiel die Sache jetzt mit Shawn Michaels, die wir heute schon angesprochen haben. Also ich glaube, in der World Wrestling Federation geht es im Moment so rund wie schon lange nicht mehr. Es tut sich wirklich einiges. Muss man aufpassen, dass man nicht durcheinander kommt von einer Woche zur nächsten, wer jetzt welchen Titel gerade wieder inne hat. Einzige, was sicher ist momentan, ganz klar, ist, dass natürlich Hulk Hogan noch Champion ist bis zum Sonntag und seinen Titel vorher, denke ich, nicht aufs Spiel setzen wird. Ja, so. Und auch die Tag-Team-Champions, denke ich, werden ihren Titel vorher nicht aufs Spiel setzen. Das haben wir ja auch am Montag gesehen. Ja, mit Sicherheit nicht. Money Inc. sind dafür zu clever. Aber ich persönlich finde es gar nicht so schlecht, wenn der Titel halt eben ab und zu auch mal so wechselt. Offenbar scheinen momentan die Wrestler doch sehr viel stärker zu sein als noch in letzter Zeit, wo sie vielleicht ein bisschen ausrechenbar waren. Ich weiß es nicht. Ständig wechseln die Titel. Keine Woche vergeht ohne eine solche sensationelle Nachricht. Also man muss schon sagen, für Spannung ist gesorgt. Das zeigt auch, wie hoch das Leistungsvermögen ist, die Leistungsdichte. Also das sind sehr, sehr viele gleich gute Wrestler. Da kommt es auf den besseren Tag an. Hier das Angebot von Blake Beverly an Virgil, ihm die Hand zu schütteln. Aber das hat Virgil geschickterweise abgelehnt. Er wusste ja wohl, da steckt nichts Gutes dahinter. Und prompt legt auch Blake los. Schnelle Aktion jetzt hier von Virgil. Ja, so kennen, so lieben wir ihn. Ein Armdrag. Dann springt er wieder hoch. Der eingesprungene Dropkick aus dem Stand. Oh, da kann er sich zurecht freuen. Das wollen wir sehen. Das lieben wir an ihm. Er ist natürlich jetzt auch sehr verbissen und sagt sich, Mensch, jetzt will ich endlich mal diesen Gegner locker und leicht besiegen. Aber das ist vielleicht gar nicht so gut. Virgil ist ja ein Mann, der keine harte Arbeit scheut, der im Ring immer sein Bestes gibt. Und wenn es leicht geht, geht es leicht. Und wenn es schwer geht, ist genauso gut. Ein Slam, nun ein Headbutt vielmehr gegen Blake Beverly in die Ringecke. Noch einer auf der anderen Seite. Also es ist schon erstaunlich, wie leicht Virgil Blake Beverly hier kontrolliert. Ganz genau, Carsten, das erstaunt mich auch. Allerdings jetzt kontert Blake sofort natürlich, springt vehement hier Virgil, taucht dann unter Blake durch. Also der ist wirklich beweglich und schnell. Reversal! Ja, das sollte das Crucifix werden, aber das hat er wohl noch nicht so ganz gut drauf. Da gibt es einige, die können das besser, aber er hat den Mut, es zu versuchen. Und man kann eigentlich nur dann eine Aktion auch wirklich beherrschen, wenn man sie ab und zu auch mal versucht. Ja, da schaut der Ringrichter nach, ob beide Schultern von Blake am Boden liegen. Sieht dann, dass er eine Schulter in der Höhe ist, unterbricht also das Zählen. Ist also ein normaler Haltegriff jetzt hier. Da kann sich Blake noch weiter hochrappeln. Ja, Virgil sollte vielleicht aufhören mit diesen Kraftaktionen. Da denke ich mal, kommt er gegen Blake nicht zurecht. Weiter mit seinen unheimlich schnellen, gewandten Manövern es versuchen.
Ja, Virgil hat mit Inside Headlock angesetzt, von daher ist die Gefahr nicht allzu groß, aber hier gelingt ihm nicht der Hip-Toss. Im Gegenteil, Virgil wird von einem Clothesline von Blake Beverly niedergestreckt. Also Blake Beverly hat ja auch ein ganz schönes Pensum hinter sich, muss man schon sagen. Am Montag erst der schwere Kampf und jetzt gleich wieder Virgil auf der Matte. Also das ist nicht allzu leicht. Man sieht auch deutlich, wie er durchatmen muss. Da wäre es ihm jetzt sicher recht, wenn er einen Partner hätte zu wechseln. Aber setzt kräftig nach, Clothesline auf Seil. Virgil in der Magengegend getroffen, da bleibt ihm jetzt erstmal die Luft weg, denke ich. Jetzt sollte Blake, anstatt sich hier zu freuen, nachsetzen, wenn er diesen Kampf schnell gewinnen will. Denn Virgil ist ja bekannt dafür, dass er sich sehr, sehr schnell erholt, weil er voll austrainiert ist. Ja, also er ist wirklich ein Mann, der kein Gramm Speck am Körper zu viel hat. Aber da nimmt ihn Blake Beverly hoch. Mal sehen, was es werden wird. Er deutet auf die Ringecke. Also, jawohl, ein Slam in die Ringecke. Aber er hält Virgil noch auf der Schulter. Da zeigt dann einen etwas missglückten Bodyslam. Und das Cover kann er auch nicht durchbringen. Das setzt weiter an. Virgil sieht fast so aus, als sollte er wieder langsam zu Kräften kommen. Jetzt hier Double Reverse Chinlock. Unterstützt durch den Druck vom Knie im Rücken Virgils. Aber der streckt beide Hände nach oben. Klopft dann auch mit dem Bein, fordert so das Publikum auf, ihn kräftig mit zu unterstützen und er kommt nach oben. Ja, wie ein Zitteraal zappelt er sich nach oben. Jetzt kommen natürlich die Ellenbogenstöße, mit denen man sich immer versucht zu befreien. Das gelingt Virgil auch, wenn er auch etwas schwach ist. Der Sunset Flip gegen Blake Beverly reicht die Kraft. Jawohl, er rollt Blake Beverly ein, aber der kann sich aus dieser Aktion befreien und kontert mit einem Clothesline. Also, nachdem Blake Beverly gegen Owen Hart einen schönen Kampf zeigte am Montag, zeigt er jetzt einen sehr, sehr schönen gegen Virgil. Das hat auch die richtigen Partner dazu. Eben wie gerade angesprochen, am Montag Rocket und auch Virgil. Zwei super Techniker, mit denen kann man einiges zeigen. Aber natürlich sind sie auch gewandt und schnell, vor allem Virgil. Da sollte man aufpassen, wenn man vom obersten Seil heranspringt. Soll man gut timen. Nicht, dass der Gegner wie hier Virgil ausweichen kann, aber wieder hat sich Blake gut erholt. Ja, aber Virgil ist jetzt natürlich wieder fitter. Er hat die letzten Minuten dazu benutzt, selbst wieder auf die Beine zu kommen. Ein Atomic Drop, jetzt der Grapevine Takedown, das Cover. Aber da kann sich Blake befreien. Normalerweise hat Virgil mit diesem Griff, mit dieser Aktion Erfolg. Dafür gibt es jetzt noch einen Flying Closer. Nun will Virgil den Kampf beenden. Mal sehen, wie. Whippen, aber da kommt ein Reversal von Blake. Der lässt sich nicht so leicht unterkriegen. Das Small Package, da rollt der Virgil ein und schafft tatsächlich. Der Sieg geht an Blake in einem wirklich ganz, ganz ausgezeichneten und auch ausgeglichenen Kampf. Der Blake Beverly konterte den Flying Body Press hervorragend aus, konnte den Sieg erringen. Also ein sehr schöner Kampf erneut und wir gehen gleich weiter. Dazu ein. Ja, singen können sie. Die Mam on a Mission, also die Jungs mit einem Auftrag. Den Auftrag haben sie wohl in der World Wrestling Federation als Tag Team aufzulaufen. Wie das ausschauen wird, wir lassen uns überraschen. Der Mike McGurk steht hier nun neben dem Spiegel, der vielleicht zersplittern wird, wenn sein Besitzer vor ihm stehen wird. Aber nicht, weil er so schön ist, sondern weil er mir persönlich überhaupt nicht gefällt. Aber nun gut, das steht auf einem anderen Blatt. Hier haben wir den Besitzer. Das ist Lex Luger, der beim King of the Ring Turnier in der ersten Runde auf Tatanka treffen wird. Sein Gegner heute ist Mike Davis.
Lex Luger strotzt in letzter Zeit nur so vor Selbstbewusstsein. Er hat jeden Gegner aus dem Weg geräumt, aber er trifft auf einen unbesiegten Mann, Tatanka. Und da bin ich mal gespannt, wie es am Sonntag aussehen wird. Ja, Tatanka haben wir vorher ja schon bewundern können. Bleibt weiterhin unbesiegt, hat auch heute wieder gewonnen. Macht einen sehr, sehr fitten Eindruck. Also das ist sicher eines der interessanten, ausgeglichenen Matches, die wir erwarten. Und die zusätzliche Spannung, der Kitzel, der dazu kommt, ist natürlich, dass der Verlierer draußen ist, der Sieger eine Runde weiterkommt. Danach ist nichts mehr. Also da muss man wirklich alles geben, bis zum Äußersten gehen. Und dafür sind diese beiden ja bekannt. Ja, schon ein schönes Kerlchen, dieser Narzissist. Das haben wir mal schön gebaut, bodybuilding-mäßig gebaut, wer drauf steht. Er präsentiert sich noch einmal sich selbst, um noch einmal zu kontrollieren, ob auch alles in Ordnung ist, ob die Muskeln richtig sitzen. Ja, dann noch eine Haarsträhne. Der Ringrichter, Dave Heppner, ist routiniert genug, um Lex Luger seinen Willen zu lassen. Er steht über den Dingen, ob Mike Davis bald auf dem Boden liegt. Das bleibt nun abzuwarten. Ja, Narzissist kann es überhaupt nicht fassen, dass die Fans nicht seiner Meinung sind, dass er der Schönste und Beliebteste ist. Na gut, damit muss er leben. Dazu ist er einfach zu arrogant und bietet auch im Ring nicht immer das, was die Leute sehen wollen. Allein schon sein Running Forearm ist ja nicht jedermanns Geschmack. Ja, meiner ist er mit Sicherheit nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wie Lex Luger hier in der World Wrestling Federation sein Talent verschleudert, das grenzt schon an absolute Hochnäsigkeit. Aber es wird der Tag kommen, da wird er merken, er wird mehr bieten müssen als diese Dinge, die wir von ihm jetzt sehen. Den gelegentlichen Reversal, den kann es ja auch schenken, der reißt es auch nicht mehr raus. Ja, der Tag wird sehr bald kommen, spätestens am Sonntag. Da muss er einfach mehr bieten gegen Tatanka. You know, Tatanka, you seem very intent on getting your hands on Bam Bam Bigelow and reaching the finals of the King of the Ring. But all that's in store for you is an early shower. If you want to get to the finals or close to it, buy a ringside seat. Ja, Lex Luger hat das eigentlich schon so formuliert, wie er die Sache sieht. Er sagt, Tatanka, wenn du das Finale erleben willst, da wirst du dir noch eine Karte für die erste Reihe kaufen müssen, die es natürlich nicht mehr gibt. Die Karten sind ja schon längst weg. Denn du wirst gegen mich nicht gewinnen und auch nicht gegen Bam Bam Bigelow antreten können. Na, ich bin mal gespannt. Ja, das Einzige, was du bekommst, ist eine frühe Dusche. Man kann also früh zum Duschen gehen. Naja, dieser Kampf, wie es fast zu ahnen war, ging sehr, sehr schnell für den Narzissist Lex Luger zu Ende. War wohl mehr als Demonstration gedacht gegen Tatanka. Und wir kommen zu einem Interview. Frisur mit viel Haarspray drin wahrscheinlich, begrüßt Bret Hitman Hart, der natürlich auch beim King of the Ring Turnier dabei sein wird. Und da dieser Mann meiner Mutter so besonders gut gefällt und sie heute Geburtstag hat, möchte ich sie ganz, ganz herzlich auf diesem Weg grüßen, wenn ich schon nicht bei der Geburtstagsfeier dabei sein kann. Ja, Bonnie Blackstone hat sich auch farblich ihrem Interviewpartner angepasst. Hitman, seated number one, King of the Ring, this single elimination eight-man tournament has got to have you excited. Well, this is the first time there's ever been a King of the Ring of this magnitude, and I can only tell everybody that it's an honor and a privilege to be the number one seed, and I can't think of a better way for me to right some wrongs and become the King of the Ring would be a perfect way for me to redeem myself after what happened in WrestleMania 9.
Razor Ramon. He hasn't exactly had some very good luck. Recently, Monday Night Raw defeated by a virtual unknown. Is this going to be a determining factor in your match at King of the Ring? Razor Ramon. He talks about walking the razor's edge. Seems like lately he's having a lot of trouble even crawling on it. You know, Razor Ramon, it takes a lot of qualities to become the King of the Ring. You're gonna have to be hungry. You're gonna have to have a lot of heart and a lot of desire, because it's gonna mean a lot to become the King of the Ring. You're gonna have to have a tremendous amount of endurance to become the King of the Ring, because you're gonna have to wrestle at least 3 times. And as far as wrestling ability, you're gonna have to have a whole lot of wrestling ability to become the King of the Ring, because wrestling knowledge is gonna become a real big factor in this thing. But most of all, the biggest factor of all, you gotta have the mental ability. You gotta be mentally on top. And Razor Ramon, he's a very pixelated individual. This is a guy, apparently, that hasn't been doing his homework when he gets beat by a virtual unknown. Mentally, this guy is what you call unstable. So all I can say is one thing. I can promise everybody, all my fans around the world, that I am hungry, I am up, and I am ready to become the King of the Ring. And I can guarantee one thing, that Razor Ramon, you're not stepping in the ring with a virtual unknown. You're stepping in the ring with the best there is, the best there was, and the best there ever will be. You are gonna lose 1, 2, 3. 1, 2, 3. King of the Ring report, and this is it. This Sunday night, from the heart of America, it's the first ever King of the Ring. The action gets underway at 9:55 p.m. on RTL2. That is this Sunday, 4 July, on RTL2, the first ever King of the Ring. As you know, 5-time World Wrestling Federation champion, the immortal Hulk Hogan, has signed to defend that coveted title belt against the challenger from the land of the rising sun, 505-pound Yokozuna. Yokozuna is managed by Mr. Fuji. Ever since WrestleMania 9, people have been anxiously awaiting this matchup. And here, in the 11th hour, let's hear from both the champion and the challenger, Hulk Hogan and Yokozuna. This Sunday night, the King of the Ring, Hulk Hogan, you and the Mouth of the South, Jimmy Hart, been rapping about Yokozuna and me. But let me tell you, boy, son, you're gonna pay. Pay indeed. You told us and told the public that you're gonna Pearl Harbor Yokozuna and Mr. Fuji. Bullseye! Let me tell you this, boy, son. When my Yokozuna applied a kamikaze bomb on you, it is finished. The belt that you stole from him in WrestleMania 9, we'll reclaim it back to ourselves. And all the people in Japan, including the Emperor, be very, very happy. We come home with a big celebration. And you, Jimmy Hart, I will take care of you by myself. Nay! Bonsai! Yes, nay! Sayonara! You know something, Hulkamaniacs? I gotta lay it out straight to you one time, because this Sunday night, it all comes to a head. Destiny meets Hulk Hogan, brothers. 5 times WWF heavyweight champion, guided by the Mouth of the South. But now in Dayton, Ohio, not only with America, but with the whole world watching, I face the biggest, the toughest challenge, bar none of my career.
Well, even when I was a little teeny holster, there were a few things that turned me on, dudes. Fine-tuned guitars and firm-feeling women. But in the twilight of Hulk Hogan's career, my kids turned me on. Spending time with my friends. But I gotta lay it out straight. Here's the down card for you. The thing that makes Hulk Hogan walk on the wild side, brothers, is walking that edge. That fine razor's edge that separates greatness and all-out disaster. Well, Hulkamaniacs, this Sunday, I get to walk the edge. And cameraman, if you'd wake up and zoom in on the largest arm in the world, brother, you can see the 24-inch python with the main vein that's full of ice-cold water, brother, is ready for the ultimate challenge. Because after Sunday, we'll find out if Hulkamania is gonna live forever. We'll find out if it's Pearl Harbor all over again. But the one thing we're gonna find out is if you train, said your prayers, eat your vitamins, believed in yourself, and believe in Hulk Hogan, we're gonna find out what side of the fence you're on. So in Dayton, Ohio, when the building starts to rumble and the shadow of the immortal Hulk Hogan comes through the curtain, it's not an earthquake. It's not a natural disaster. It's just the strongest force in the universe getting ready to take over till the end of time. What you gonna do, Yokozuna? I cannot recall so much conversation about any one match since Hulk Hogan met the legendary Andre the Giant at WrestleMania 3 in Detroit, Michigan. I know one thing, the sports books in Vegas have got to be flipping their gourds. Now then, the Elite Eight have made it through the hard-fought battles to qualify in this most unusual and unique one-night single elimination tournament. In the opening round at the King of the Ring, Bret the Hitman Hart meets Razor Ramon. Mr. Perfect squares off against Mr. Hughes. In other opening round action, Hacksaw Jim Duggan squares off against Bam Bam Bigelow. And Lex Luger, the narcissist, locks up with the Native American Tatanka. Only the strong survive, and only the winners advance. Ultimately, one superstar will be crowned the King of the Ring. Plus, 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 Shawn Michaels regained the Intercontinental title last weekend. Now his match with Crush is for that title. You gotta believe there's no rest for the wicked. Hey, what about the big eight-man tag? This one could end up being a Pier 6 brawl as the Steiners and the Smoking Guns team up to meet World Wrestling Federation Tag Team Champions, Money Incorporated, and their partners, the Head Shrinkers. All in all, it promises to be another outstanding night of all-family entertainment. The kind of nights that folks have come to relish and enjoy from the World Wrestling Federation. I talked to my broadcast colleagues here in Germany, Karsten and Gunther. They tell me the folks are so tremendously excited about the upcoming King of the Ring. You can see it exclusively on RTL2 this Sunday, 4 July at 9:55 p.m. So join us from the heart of America. Folks here in Germany, get ready for the first ever King of the Ring. Don't miss it. Für Charts ganz nach oben. Die WWF Superstars präsentieren ihr erstes Album mit dem Hit Slam Jam und dem neuen Chartbreaker. Music Action, Music Power. WrestleMania, das Album der World Wrestling Federation Superstars. Unschlagbar. Mr. Ramon, you came back out. Now you're offering me $7,500 to get back in the ring with you just one time. You know, that's more money I've ever had in my entire life. And I get goosebumps just thinking about what I could do with that money. Boy, that money sure would help right now, all the bills I could pay off and everything. And then I think $7,500. It's a lot of money, and money may be important to you, Mr. Ramon, but my family's the most important thing to me. And if something would happen to me, I don't know what my family would do, so I just can't do it. I can't accept it. The answer is no. Ja, um noch einmal auf das Interview, das Bonnie Blackstone vorhin mit Bret Hart führte, zurückzukommen. Also ein bisschen, muss ich sagen, tut mir Razor Ramon schon leid. Er hat sich eigentlich in der World Wrestling Federation hervorragend gemausert, hat sich bewiesen. Und dann verliert er gegen diesen Nobody, den 1-2-3-Kid. Und jetzt
hat er die Lacher natürlich gegen sich. Also ein kleines bisschen, muss ich sagen, tut er mir schon leid. Ja, ganz fair ist es natürlich nicht. Vor allem, wenn er gegen einen Mann wie Bret Hart antreten muss. Einen absoluten Liebling. Und der dann die Masse noch aufpeitscht mit 1, 2, 3. Naja, da ist einiges los am Sonntag. Da bin ich mal ganz, ganz sicher. Ja, auf der anderen Seite ist er natürlich selber dran schuld, Razor Ramon. Denn wenn er sich überrumpeln lässt von diesem Nobody und das so kurz vor dem King of the Ring Turnier, dann dürfte es klar sein, dass sein Gegner das ausnutzen wird. Ja, und wir werden diese beiden Teams, die jetzt gegeneinander antreten werden, Money Incorporated und die Smoking Guns, natürlich am Sonntag auch wieder sehen in dem 8-Mann-Tag-Team-Match, auf das wir nun hinlänglich hingewiesen haben. Also Sonntag 21.55 Uhr hier bei RTL 2, exklusiv das King of the Ring-Turnier. Wirklich schön, diese Musik der beiden, die Vorstellung und dieser Kampf. Naja, ich hoffe wirklich für Sie, liebe Fans zu Hause, aber auch für uns, das gebe ich ganz ehrlich zu, dass er das hält, was er vom Namen her verspricht. Die beiden Youngster, wenn man mal ihre Karriere in der WWF zugrunde nimmt für diesen Ausdruck, haben sich ja wirklich hervorragend geschlagen bisher. The Money Incorporated is our tag team against the Steiners and the Cowboys. Look out, Doc, you're not gonna like what we're gonna do. Ja, also Affa hat sogar mal Englisch gesprochen und sogar einigermaßen verständlich. Er sagt, wir werden mit Money Incorporated gegen die Steiners und die Smoking Guns antreten und gewinnen. Natürlich sind alle Beteiligten sehr, sehr zuversichtlich, dass ihnen der Sieg gehören wird. Nun, wir werden mal sehen, wie sich die Smoking Guns dieser heutigen ersten richtig schweren Aufgabe stellen werden. Günther, ich finde es eigentlich schon beachtlich, dass wenige Tage vor dem King of the Ring Turnier diese beiden Teams noch einmal so gegeneinander antreten. Ja, vor allem, nachdem ja auch am Montag noch Money Inc. einen Kampf mit den Steiners abgelehnt haben, um eben ihren Titel nicht zu riskieren, kämpfen sie jetzt hier gegen Smoking Guns, haben wohl sich ausgerechnet, dass sie gegen diese Newcomer nicht in Gefahr geraten zu verlieren, ja, sind wohl noch zu unerfahren. Ja, man muss natürlich aber auch sagen, dass der Verlierer natürlich einen psychologischen Nachteil haben wird. Das dürfte ganz klar sein, denn eine Niederlage so kurz vor dem King of the Ring Turnier ist natürlich sehr, sehr schwer wegzustecken. Zumal jetzt die Smoking Guns mit einem Double Dropkick Money Incorporated aus dem Ring fegen. Und die wissen natürlich gar nicht, was sie da erwischt. Denn die Smoking Guns sind ja immerhin neu. Und Money Incorporated sind die amtierenden Tag Team Champions. Und das schon seit sehr langer Zeit. Ja, das haben sie sich vollkommen anders vorgestellt. Da gehen sie los wie verrückt. Die Cowboys, wie sie AFA genannt hat, die Smoking Guns. Und schlagen Ted DiBiase und ARS mit den eigenen Waffen. Nämlich Überraschungsmomente. Ja, das haben sie nicht gedacht, dass diese Neulinge so loslegen. Null Respekt haben sie da vor den amtierenden Champions, die Smoking Guns. Ja, die Smoking Guns kommen ja aus Texas und wenn man sie Cowboys nennt, ich könnte mir vorstellen, dass sie dann Fans der Dallas Cowboys, der Footballmannschaft aus Dallas, Texas sind. Und Günther, ich glaube, das ist ja wohl auch dein absolutes Lieblingsteam. Das ist richtig, aber diese Cowboys, glaube ich, haben damit wenig zu tun. Die kommen aus der gleichen Gegend. Die Cowboys sind die Dallas Cowboys, der amtierende Champion in der National Football League. Vielleicht werden diese Cowboys irgendwann amtierende Champions, Tag Team Champions der World Wrestling Federation werden. Ja, ich kenne aber in der World Wrestling Federation mindestens einen Mann, der kein Fan der Dallas Cowboys sein dürfte. Und das ist Tatanka. Der mag vielleicht eher die Washington Redskins. Naja, gut, das ist, steht auf einem anderen Blatt. Müssten wir ihn mal fragen, wenn wir ihn mal vors Mikro bekommen. Hier auf jeden Fall hat es IRS mit Bart Gang zu tun. Und Bart fegt IRS den selbsternannten Steuereintreiber mit einem gewaltigen Reversal in die Ringecke und greift dann sogar schon die Krawatte. Also ich muss schon sagen, ganz schön gewagt das Auftreten dieser Neulinge. Super, diese Taktik. Ich habe es gesehen, da wollte IRS aus dem Ring gehen. Da steigt ihm Bart auf den Schlips. Verhindert so, dass es rauskommt und dann wieder diese Double-Team-Moves, werfen beide Gegner aus dem Ring und das ist ja nicht irgendwer, das ist ein Irvin R. Scheister und ein Ted DiBiase, also
Fast unglaublich, was den Smoking Guns hier gelingt. Ja, du bist völlig außer Atem, ich sehe das schon. Und vor allen Dingen, wir haben den zweiten Double Dropkick gesehen, also das ist schon erstaunlich. King of the Ring. My brother and I are teaming up with the Smoking Guns to take on you, Money Incorporated, and the Head Shrinkers. Head Shrinkers, Smoking Guns are going to take care of business with you. Money Incorporated, we're coming after you. My brother's going to put the Frankenstein on you. Hoo, 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 hoo. Ja, also, Rick Steiner sagt schon ganz deutlich, wie die Aufgabenverteilung beim King of the Ring Turnier aussehen soll. Die Head Shrinkers werden von den Smoking Guns in die Zange genommen und die Steiner Brothers werden sich mit Money Incorporated anlegen, wahrscheinlich als Vorbereitung auf einen Tag Team Titelkampf, der ja am Montag nicht zustande gekommen ist. Und beim King of the Ring Turnier geht es eben auch nicht um den Titel, aber vielleicht irgendwann danach, wer weiß. Vielleicht, wenn die Fernsehkameras mal nicht dabei sind, falls es der Zufall so will, dass die Steiner Brothers Money Incorporated schlagen können. Das hätte Biase bearbeitet hier. Bart Gunn außerhalb des Rings im Rücken des Ringrichters schickt ihn jetzt zurück zu ARS in den Ring. Der Ringrichter derweil mit Billy beschäftigt, damit der zurückgeht in seine Ecke. Ja, das war jetzt wieder sehr, sehr klug, taktisch sehr klug gemacht natürlich von Money Inc. Nützen alles aus, was den Regeln entspricht oder was nach den Regeln nicht gegen sie ausgelegt werden kann, um dieses Match hier zu gewinnen. Ja, nun hat Bart doch etwas größere Schwierigkeiten gegen Ted DiBiase. Und weil ich vorhin sagte, auch wenn die Fernsehkameras nicht dabei sind, kann es ja zu einem Titelwechsel kommen. Wir werden Sie natürlich, wie Sie das von uns gewohnt sind, auf dem Laufenden halten, was passiert. Wir haben ja unsere verschiedenen Berichte, denn das Update, den Special Report und einiges mehr. Es wird Ihnen also nichts entgehen. Darauf können Sie nach wie vor ganz fest bauen. IRS ist momentan im Ring und er dominiert jetzt doch ziemlich eindeutig. Aber da sage ich es gerade und er trifft auf das Bein, auf das ausgestreckte Bein von Bart Gunn. Nun sind beide Kontrahenten im Ring niedergestreckt. Jetzt bin ich mal gespannt, wer als erster seinen Partner erreichen wird. Der Bart rappelt sich hoch, ist allerdings genau in der entgegengesetzten Ecke und sein Partner dasselbe Schicksal mit ARS. Aber der kommt jetzt zurück, klatscht ab. Bart kommt zu Billy und jetzt also Ted DiBiase gegen Billy Gunn und der legt sofort los. Kräftige Schläge gegen Ted DiBiase, Whipping in die Ecke. Backbody Drop von der feinsten Art, dann noch ein Ellbogen gegen den draußen stehenden IRS. Ja, dann noch ein Clothesline gegen Ted DiBiase, ein Elbow Drop noch dazu und jetzt gerät dieser Kampf völlig außer Kontrolle. Alle vier Männer sind im Ring. Ein Atomic Drop von Bart gegen IRS schickt den Steuereintreiber raus. Auch Bart wird nach draußen geschickt. Und Billy legt sich weiter mit Ted DiBiase an. Aber ein Reversal vom Million Dollar Man. Er verpasst und da greift IRS zu hinter dem Rücken des Ringrichters. Und jetzt das altbekannte Spiel. IRS lenkt Billy ab. Und dann kommt von hinten der Ted DiBiase, rollt ihn ein, das Cover. Der Ringrichter war zurück zum Zählen und der Sieg geht an Money Inc. Ja, da hat doch ein bisschen die größere Erfahrung gesiegt. Aber die Cowboys haben mich wirklich positiv überrascht. Fünffacher Rekord-Champion der World Wrestling Federation führt die World Wrestling Federation Superstars auf die nächste Deutschland- und Österreich-Tour. Das nächste Match ist auch ein Tag-Team-Kampf. Wir haben Tito Santana gesehen, er ist heute also nicht allein. Er kämpft zusammen mit Bob Backlund. Eine interessante Paarung, diese beiden. Der Mexikaner und der langjährige Champion der World Wrestling Federation gegen, naja, die sind unschwer zu erkennen, die Head Shrinkers natürlich. Ja, vielleicht sollte man sagen, der heißblütige Mexikaner und der nüchterne, sehr erdverbundene Bob Backlund. Eine sehr entgegengesetzte Paarung, muss man sagen. Aber das spielt im Grunde genommen keine Rolle.
denn beide sind hervorragende und erfahrene Wrestler. Hier in der World Wrestling Federation bringen zusammen über 80 Jahre in diesen Ring. Und die Headshrinkers gleich wieder mit ihrem Eröffnungsritual, von dem sie allerdings ihre Gegner keineswegs beeindrucken lassen. Ja, wie viele Jahre die in den Ring bringen, das lässt sich nur erahnen. Sehen manchmal ziemlich alt aus, vor allem AFA. Ja, der ist auch schon nicht mehr der Jüngste, aber er war ja auch schon in der World Wrestling Federation Tag Team Champion und das mehrfach. Das darf man auch nicht vergessen. Aber die Headshrinkers werden am Sonntag beim King of the Ring Turnier dabei sein, werden also versuchen, heute noch einmal zum letzten Mal zu überzeugen. Ja, wir haben jetzt in einer Woche alle vier Tag Teams, die bei diesem 8-Mann-Tag-Team-Match antreten werden, gesehen. Das ist schon etwas überraschend, dass sich alle vier Teams noch einmal stellen. Mehr oder minder großen Gegnern. Tito Santana beginnt gegen Samu. Ja, genau, das ist ja das Interessante oder das Erstaunliche, dass sie sich nicht nur präsentieren, diese Tag-Teams, also nicht gegen irgendwen antreten, sondern wirklich starke Gegner. Fatu lässt ja das Knie stehen, als Tito Santana herangeflogen kommt nach dem Whip-In von Samu. Das trifft den Mexikaner natürlich sehr, sehr hart. Nächste Whip-In, da taucht er unten durch, jetzt passt er eher auf. Flying Body Press, herrlich angesetzt von Tito. Aber da kann sich Samu herausdrehen, sofort ein Armdreck hinterher und ein Armhaltegriff des Mexikaners, der so gerne seine verschiedenen Sportarten in Nordamerika ausführt. War ja auch schon in Kanada als Footballer tätig. Das ist schon ein paar Jahre her, da gibt es auch eine ziemlich gute Football-Liga, die Canadian Football League. Also der Mexikaner hat's gerne im Nachbarland. Ja, Tito Santana ist schon immer sehr, sehr viel herumgereist. Wie gesagt, vor seiner Zeit als World Wrestling Federation Superstar, der er nun anerkanntermaßen ist, seine Karriere als Footballspieler. Aber er hat auch viele andere Sportarten betrieben und das auch sehr erfolgreich. Genau wie dieser Mann hier, Bob Backlund aus Minnesota. Und er ist ein ganz hervorragender Highschool-Ringer und auch Ringertrainer, was noch sehr viel wichtiger ist, denn da kann man seine ganze Erfahrung geltend machen, um sie an die jüngere Generation weiterzugeben. Und wenn seine Schüler und Ex-Schüler seinen Kampf heute gegen die Headshrinkers sehen, dann werden sie mit Sicherheit stolz auf ihren Lehrer sein. Das kann ich mir genauso vorstellen. Der Wechsel jetzt hier. Und da taucht er unten weg, Bob Backlund. Ja, da hat er seine ganze Erfahrung in die Waagschale geworfen. Der Double Headbutt, den wollte er sich nicht aussetzen. Und Tito feuert das Publikum an. Also rein von der Papierform hier sicher die Headshrinkers, die Favoriten. Aber wie sich Tito und Bob Backlund bisher aus der Affäre ziehen, wirklich sehr, sehr erstaunlich. Ja, Fatu fordert jetzt Bob Backlund zu einer Kraftprobe heraus. Er weiß ganz genau, dass Bob Backlund ein fairer Mann ist und er, Fatu, ihn vielleicht mit einem unfairen Trick überrumpeln kann. Bin mal gespannt, ob Bob Backlund wirklich darauf eingeht. Nein, Fatu bricht selbst ab. Bob Backlund wechselt sofort mit Tito Santana. Will hier schnelles Tag-Team-Wrestling zeigen und Tito ist mit Sicherheit jetzt auch der frischere Mann. Sofort wieder ein Wechsel. Ja, sie haben jetzt ein Manöver geplant gegen den Arm von Fatu. Ein Boxsprung auf den Arm. Auch das ein erlaubtes Manöver. Schönes, hervorragendes Tag-Team-Wrestling. Weiter geht's. Der linke Arm, einmal von unten, einmal von oben wird er bearbeitet. Ja, Fatu, das hätte er sich sicher anders gedacht. Ja, mit Sicherheit. Ständig wird hier gewechselt. Vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Da kann sich der eine, der draußen ist, gar nicht richtig auf den Gegner einstellen. Und prompt sieht man, dass Bob Backlund die Quittung bekommt, nämlich einen Headbutt von Fatu. Dann der Side-Backbreaker. Jetzt möchten die Headshrinkers doch noch ein bisschen was zeigen, bevor es am Sonntag gegen die Steiner Brothers und die Smoking Guns geht. Noch einmal der Hinweis. Wir von RTL 2 sind natürlich bei dieser Veranstaltung dabei, in voller Länge übertragen auch die Krönung des eigentlichen König des Rings, dann das 8-Mann-Tag-Team-Match, der Champion-Titelkampf zwischen Hulk Hogan und Yokozuna und der Kampf um den Intercontinental-Champion-Titel zwischen Shawn Michaels und Crush. Also ein volles Programm erwartet Sie und das in ungefähr 2,5 Stunden Länge. Ja, noch sind wir nicht so weit. Noch geht's weiter hier mit diesem auch sehr, sehr interessanten Aufeinandertreffen. Interessanter eigentlich, als manche vielleicht vorher gedacht hätten.
sind ja erstmal alle vier beschäftigt. Ja, da macht Tito das Falsche für seinen Partner. Lenkt den Ringrichter ab, sieht nicht, wie Samu hier Bob Backlund Schlinge um den Hals legt. Fatu war's. Jetzt kommt Samu. Wechseln sehr, sehr häufig jetzt die Headshrinkers in der eigenen Ecke. Da wird Bob Backlund nach unten geschickt auf die Bretter, sitzt jetzt hier wie ein Häufchen Elend in der Ecke. Ja, jetzt ist natürlich sein Durchhaltevermögen gefragt, von dem er immer wieder gesagt hat, dass er das ganz besonders trainiert. Ich kann mir schon vorstellen, dass er wieder in diesen Kampf zurückfinden wird. Aber es kann natürlich noch ein Weilchen dauern. Er rollt sich raus, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Da kann er ein bisschen durchatmen. Samu lässt ihn nicht aus dem Auge, keine Frage. Jetzt wollen die Headshrinkers diese beiden hervorragenden Gegner, denen sie heute gegenüberstehen, doch in ihre Schranken weisen. Whip-in, aber da weicht Bob Backlund aus. Ist ganz in der Nähe von Tito Santana. Jetzt müsste er doch wechseln können. Ja, sieht auch schon hinüber. Tito feuert ihn an. Ja, in der linken Hand sieht man es mal gut, das Wechselseil, dass er der draußen stehende Partner eigentlich nicht loslassen darf. Da rappelt er sich hoch, Bob Backlund, das sollte er eigentlich schaffen. Aber von hinten kommt Samu, hält ihm am Bein fest, aber trotzdem mit einem Boxsprung schafft das noch Bob Backlund. Jetzt ist Tito im Ring mit Samu. Kräftige Schläge, ja, er hat sich ja auch mal als Boxer versucht. Tito Santana, ein Backbody-Drop. Und jetzt kündigt er seinen Flying Forearm, den Finish Move an. Der trifft auch das Cover. 1, 2. Aber da greift Fatu ein. Das war eigentlich zu erwarten. Die Headshrinkers wollen hier heute nicht einfach aufgeben. Und dann rollt Fatu seinen Partner Samu aus dem Ring. Was soll denn das? Er will offenbar so tun, als habe er gewechselt. Der Reverse Kick erwischt Tito Santana. Und das alles ohne, dass Ringrichter Danny Davis es gemerkt hat. Der Kampf ist vorbei. Ein sehr unfaires Ende. Schlecht hat da Danny Davis aufgepasst. Und die Steiner Brothers kommen sofort zum Ring gelaufen. Wollen auch die Headshrinkers noch ein bisschen beeindrucken. Wir sind auf jeden Fall am Ende der heutigen Sendung angelangt. Seien Sie auch beim Spotlight, dem letzten Spotlight überhaupt, am Samstag wieder dabei und dann natürlich am Sonntag beim King of Ring Turnier. Tschüss, bis dann. Ja, von wegen tschüss, bis dann, die Steiner Brothers kommen noch in den Ring, helfen ihren beiden Freunden Bob Backlund und Tito Santana. Ja, und die beiden haben auch gewonnen. Die Headshrinkers kamen mit ihrem faulen Trick nicht durch. Ein Ringrichter hat es gesehen. Ein faires Ende nun für diesen Kampf. Und nun heißt es endgültig, tschüss, bis zum Samstag und zum Sonntag.